Erschöpfung bei Patenten. Warum Patentinhaber bei Patenten nicht mehrfach die Hand aufhalten dürfen. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, was Erschöpfung bei Patenten bedeutet. Was bedeutet die Erschöpfung von Patentrechten? Warum dürfen Patentinhaber nicht mehrfach die Hand aufhalten? Was ist überhaupt Erschöpfung? In diesem Video erkläre ich auch die Voraussetzungen, wann Erschöpfung gegeben ist, also wann die Rechte aus dem Patent nicht mehr geltend gemacht werden können. Und in dem Video erkläre ich auch, was die Ausnahmen sind, wann ein Patentinhaber trotzdem praktisch zweimal eine Lizenz verlangen kann oder die Rechte aus dem Patent geltend machen kann. Und was ist mit dem Ersatzteilgeschäft? Haben Sie sich schon mal gefragt, ob der Patentinhaber sowohl den Hersteller, den Distributor, den Einzelhändler jeweils um eine Lizenz bitten kann oder ob er da die Benutzung des Patents untersagen kann? Dagegen hat der Gesetzgeber erstmal prinzipiell einen Riegel vorgeschoben. Ein Patentinhaber darf nicht mehrfach die Hand aufhalten, also nicht sowohl den Hersteller, den Distributor und den Einzelhändler eben eine Lizenz verlangen oder eben die Benutzung des Patents untersagen. Wenn der Patentinhaber in der EU oder genauer gesagt im EWR, im europäischen Wirtschaftsraum, ein Produkt in Verkehr gebracht hat oder mit seinem Einverständnis das Produkt in Verkehr gebracht worden ist, dann sind seine Rechte an dem Patent erstmal erschöpft. Er kann sein Patent nicht erneut durchsetzen. Der Patentinhaber darf also nicht erneut an seinem Patentrecht partizipieren. Die Erschöpfung bei Patenten ist eine Verteidigungslinie in Patentverletzungsprozessen und hier erkläre ich mal die wichtigsten Voraussetzungen. Erst einmal muss das Produkt, das konkrete Produkt vom Patentinhaber im EWR, also im europäischen Wirtschaftsraum, mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht worden sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn man das als potenzieller Patentverletzer nicht zeigen kann, dann greift Erschöpfung schon mal nicht. Es gibt hier aber eine wichtige Ausnahme, die die Pharmalobby praktisch ausgehandelt hat. Für Pharmaprodukte gilt folgende Ausnahmeregel. Für die EU-Osterweiterungsländer gilt diese Erschöpfung nicht. Das heißt, wenn ein Pharmahersteller zum Beispiel in Rumänien ein bestimmtes Präparat sehr günstig eben anbietet oder angeboten hat und dieses Produkt dann eben zu viel günstigeren Preisen als üblich, zum Beispiel in Deutschland, von irgendwem reimportiert wird oder eben über die Grenze geschafft wird, hier verkauft wird, dann kann der Pharma in der Hersteller, der Originalhersteller mit seinem Patent diese Benutzung untersagen bzw. eine Lizenz verlangen. Der Verletzer muss außerdem nachweisen, dass es sich um dieses konkrete Produkt handelt, das vom Patentinhaber oder mit Zustimmung des Patentinhabers eben in Verkehr gebracht worden ist. Außerdem reicht es nicht, dass der Patentinhaber, wenn eine bestimmte Kombination von Produkten, also ein System von Produkten im Patent beansprucht ist, wenn der Patentinhaber nur einen Teil dieser Produkte in Verkehr gebracht hat und der potenzielle Verletzer eben zusätzliche Teile, die zu diesem System notwendig sind oder zu dieser Produktkombination notwendig sind, eben selbst beigesteuert hat, dann reicht das nicht für die Erschöpfung. Es müssen sämtliche Teile, Produkte, Erzeugnisse, die in dem Patentanspruch beansprucht sind, vom Patentinhaber in der Regel in Verkehr gebracht worden sein. Es gibt eine Ausnahme zu dem Inverkehrbringen. Die Produkte müssen nach der Rechtsprechung zumindest, nicht nach dem Gesetz, nicht zwingend im EWR in Verkehr gebracht worden sein oder mit Zustimmung in Verkehr gebracht worden sein, sondern es reicht nach der jüngeren Rechtsprechung auch aus, wenn sie im Ausland für die Inverkehrbringung im europäischen Wirtschaftsraum vorbereitet worden sind. Wenn zum Beispiel CE-Zeichen aufgebracht worden sind oder andere Anzeichen dafür sprechen, dass diese Produkte konkret für den EWR-Markt oder den EU-Markt bestimmt sind. Wenn also der Patentinhaber einem Dritten, zum Beispiel in China, Produkte, die für den EU- oder EWR-Markt bestimmt sind, veräußert, dann darf er diesen
Dritten, nicht erneut im EWR in der EU zur Kasse bitten, sondern es reicht dann, dass er ihm die Produkte einmal verkauft hat. Eine wichtige Ausnahme von der Erschöpfung bilden Ersatzteile. Hier hat der BGH einen mehrstufigen Fragenkatalog entwickelt, der im Wesentlichen danach fragt, ob es im üblichen Gebrauch eines beanspruchten Produkts, zum Beispiel eines Pkw, zu Ausfällen in bestimmten Teilen kommt, also zum Beispiel Bremsscheibenbelege. Dann handelt es sich um ein sogenanntes Ersatzteil. Und wenn dann eben das Wirtschaftsgut, was in dem Patentanspruch geschützt ist, im Prinzip seinen Wert behält oder nur der Wert minimal verringert wird, also eben zum Beispiel durch den Wegfall einer nicht mehr gebrauchbaren Bremsscheibenbelages, dann handelt es sich hier um ein Ersatzteil und Erschöpfung kann nicht mehr greifen. Eine wichtige Ausnahme davon wiederum, Ausnahme von der Ausnahme, bildet die Tatsache, dass wenn es sich zwar um ein Wirtschaftsgut handelt, was oder ein Ersatzteil handelt, was insgesamt den Wert des beanspruchten Erzeugnisses nicht wesentlich mindert, aber wenn es sich um den Kern der Erfindung handelt, also wenn in dem Patentanspruch steht, dass es darauf ankommt, dann wiederum greift Erschöpfung doch. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Erschöpfung bei Patenten bedeutet. Wenn Sie neu in meinem YouTube-Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie mehr über Patente und Marken und Designs erfahren wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.